Warum Precision im Second Tree und nicht Domination für die Tenacity? Domination hast du keine Tenacity, du hast Tenacity hast du im Precision Tree, die ich aber nicht genommen habe. Oh, der kommt zu spät. Ich überlege gerade. Wie lange diese Autodecks bleiben. Oh, ich habe ihm so einen Baba-Pull gegeben. Mit meinen verstärkten Autodecks. Krass. Danke dir für den Baklava. Kuss, Kuss. Oh, Baba-Trade, Baba-Trade. First Blood Legende Auto. Mathe Mann. Wie kann der? Wie kann der mit 14 Leben überleben, wenn ich ihn ignite, wenn er 14 Leben nie. What? Shit. Ich habe so schlecht gelastet, crazy. Was? Wie kann der? Also der musste Cookies und Potion haben oder wie auch immer, aber das ist doch. Also wie kann der das überlebt haben? Der hatte wirklich 14 HP, als ich ihn ignited habe oder so. Das ist unmöglich. Ich habe so schlecht gelastet, krass. Aber dafür habe ich ihn brutal outtraded, ne? Muss ich ja mal dazu sagen. Komm, jetzt immer ein bisschen anstrengend beim Last Hitten. First Blood. Okay, sehr schön. Ich will die Wave hier vor mir freezen, so ist perfekt. Ich greife immer wieder vereinzelt an für den Grasp-Stack, damit ich den nicht verliere.
ich hab den Gank geintet. Bin zu früh reingegangen. Wir wissen nicht, wo Vi ist. Vielleicht hätte ich ulten sollen, einfach schon. Nice, huge. Actually, warum gehe ich überhaupt back, right? Huge. Let's freaking go. Shen Legende. Stark. Wenn wir Ohren hier noch irgendwie abgefuckt kriegen, wäre das huge. Der ist der Varus, ist der Ohren da geflasht? Ich glaube schon, ne? Ich will die Wave einfach nur schnell reinkriegen, weil der Ornn jetzt erstmal hierher kommen muss, um das zu klären. Ich kriege das Blading nicht. Sedge. Okay. Na, das war stark, ey. Starkes Ding bis jetzt. CS-technisch natürlich Tunnel bei mir. Richtig kacke, aber ich will ja auch nicht mit CS gewinnen. Ich gewinne durch mein überragend gutes Aussehen. Schöne Trades. Genau deswegen. Habt ihr gesehen?
Sein verstärkter Auto-Tech kam nicht durch. Ich habe die ganze Zeit ein Auge auf der Minimap, um zu sehen, ob irgendwo gegankt wird oder sonst was. Ah, der holt sich gerade Heal-Pflanze. Weil ich den nach Hause geschickt habe mit den Trades. Oh nein. Ich probiere dich hier so spät zu last-hitten, wie es geht. Damit ich auf jeden Fall ihm so viele Minions deny, wie es geht. Ah, shit. Aber dadurch passiert es halt manchmal, dass ich es dann nicht mehr hinkriege. Jetzt hard push ich. Dass wenn er jetzt noch für irgendein Play geht. Okay, macht er aber nicht. Okay, Ornn kriegt den Kill. Which is good, which is good. Okay, wir haben fast Hardsteel ready. No. Die hat keinen Herald. Nice. Okay. Wunderschön, wunderschön. Last hitten. Keck W. Ja, ich setze mein Pink Ward. Weil wir eben Topset, das heißt, sie wird jetzt Botzeit sein. Aber jetzt finde ich eh keinen guten Fight auf den Ohren wahrscheinlich. Und jetzt wird auch nicht mehr so die Zeit sein für Solo-Kills. Ich könnte sterben auf der nächsten Ult von ihm. Wichtig, dass ich ihn davor schütze. Aber wir kriegen First Blood Turret kriegen wir leider nicht. Okay, nice. Als Shen spiele ich ja sowieso fürs Team. Ne? Als Shen spiele ich sowieso fürs Team. Ich will einfach nur, dass da kein Shutdown fällt von dem Wukong. Das wär terrible.
Ja. Und dadurch, dass der Ohren so viele Platings und so viele Waves bekommen hat, ist der natürlich viel, viel stärker als ich, ne? Das ist klar. Deswegen ist das 1v1 nicht mehr so richtig favored für mich. Ja, vielleicht spiele ich es auch einfach nicht so gut. Wir pushen Top Lane, wir wollen nämlich für Herald spielen. Okay. Ich push Top Wave wieder. Ich ping immer meine Ult, damit die wissen, wann Shenult wieder ready ist. Der hat Yaksho, der Proteinriegel. Ich gehe Base und Bot. Hab jetzt Hardsteel fertig, das ist sehr gut. Er hatte jetzt schon Mythic, ne? Deswegen gewinnt er das. Wir kaufen uns hiervon nichts, weil wir... Oh, weil wir für Hydra wahrscheinlich als nächstes gehen, oder... Ja, even better. Kriegt Victor den Kill. Ich will so wenig Ressourcen von meinem Team wegnehmen, wie es geht. Ich bin sowieso einfach nur Sidelaner. Ich bin dafür da, mein Team zu retten, wenn sie Hilfe brauchen. Den Ohren kann ich so oder so auf der Sideline immer halten. Das ist nicht das Problem. Und dementsprechend... brauche ich da nicht mehr Ressourcen. Und wenn dann Victor einen Kill mehr hat, ist so, so viel besser. Ist aber ganz schön schlecht von mir gewesen, der Taunt. Ich habe nicht gesehen, wo ich rausgekommen bin. Ich sterbe, aber das ist fein. 1-1 straight dafür. Ich habe noch einen Hardsteel-Proc bekommen und die können weiter pushen. Ja. Ich habe wieder meinen Job gemacht. Ich habe meinen Job gemacht. Wie sind Ionian Boots auf Shen? Ist das ein Ding? Kann man die kaufen oder ist es terrible? Shut down. Ionian Boots sind playable. Dann kaufe ich hier Ionian Boots, weil die so viel Split Damage haben. Strike, das nächste Objective. Ich sollte wahrscheinlich trotzdem Botside, actually. Wir werden nach dem Drake, der sowieso gleich done ist, werden wir für Baron spielen und dann ist es wichtig, dass ich Botside bin. Shutdown von Victor leider abgegeben. Sage.
Die haben doch viele Autotags, ja, an sich schon, aber der Varus macht mit seinen normalen Autotags sowieso keinen Damage. Ohren-Autotags sind auch Latte, Lux-Autotags sind Latte, also bleibt dann nur noch Vi und Caitlyn. Und das ist nicht mehr viel. Ich denke, Mercs wäre. Also, entweder kaufe ich Mercs oder Ionien hier. Gegen Varus Ult, gegen Lux Binding, gegen Ornn CC. Ich brauche irgendeine Art von Wave Clear noch. Also, ich kaufe mir entweder Sunfire oder Hydra. Ich habe noch keine Ult. Rampage. Aber mein Team geht trotzdem ab. Oh, dem habe ich aber böse outplayed. Ich glaube, ich hätte den Ornn nicht resetten lassen sollen. Hab überlegt, ob es gut ist, länger zu warten und reaktiv zu ulten oder direkt da zu sein. Ich glaube, reaktiv zu ulten ist zu deutlich besser. Weil die Gegner halt engagen. Und ich dann reaktiv ulte, noch das Schild verleihe. Jetzt zum Beispiel war das ja an Jhin. Ich denke, das ist sehr gut. So, dann kaufe ich mir jetzt hier Hydra. Oder vielleicht doch Sunfire. Ah, ich kaufe Hydra. No, nächstes Objective ist wieder der Drake, das heißt, ich gehe top. Und damit möchte ich als Toplaner generell eigentlich nur, wenn man TP hat. Also nicht nur als Toplaner, sondern als Midlaner, wenn man TP hat oder als ja, Toplaner oder Midlaner, wenn man TP hat, will man immer möglichst weit vom Objective weg, damit man Pressure auf der anderen Seite erzeugt, dann dazu kommt mit TP. Ich habe natürlich kein TP, aber ich habe Shen Ult, was noch viel besser ist. Und dementsprechend gehe ich hier weit weg. Was jetzt natürlich ein Play für die Gegner ist, ist mich zu punishen auf der Sidelane. Deswegen habe ich da schon mal defensiv eine Ward gestellt. Ich werde sterben hier auf jeden Fall. Es ist genau das, was ich meinte, ne? Das hätte ich ein bisschen besser respekten müssen. Dass die auf mich auch als Sidelaner das Play machen, weil ich der Einzige bin, den die noch tot kriegen. Das ganze Team kriegen die nicht mehr tot. Okay. Ich habe Ult in 25. Ging gut. Lol. Interessante Kate-Kombo. Ich ult da gleich zu. In 8 Sekunden bin ich drin. Jetzt ulte ich einfach so direkt nach vorne. Nice. GGWP. Mal schön den Torn eingeflasht für einen Kill. Let's go. Pang, Junge. Pang. Boop, 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 boop.
Dein Lohn sich bei das Beitrag war cool, danke dir, Karl. Couscous. Ja, wir können uns das Ignite auf den Ohren nochmal gleich anschauen, ja. Das war schon sehr weird, dass der das über. Also, der hatte so wenig Leben. Ja, das war wirklich. Ja, das war wirklich sehr, 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 sehr weird. Ja, mein Team hat gut gespielt, gar keine Frage, ja. Ich bin mit Shen ja auch komplett, spiele ich fürs Team. Und verstärke nochmal deren Reaktionen oder deren Aktionen dann eher gesagt.